Es gibt nichts Schlimmeres als den vermeintlichen Luftreiniger-Bestseller Nummer 1 für über 100 Euro zu kaufen, um dann festzustellen, dass Philips euch zwei extrem wichtige Dinge verschwiegen hat. Hi, mein Name ist Marco und heute sprechen wir darüber, warum ihr eben in meinen Augen auf keinen Fall den Testsieger oder Bestseller Philips Luftreiniger AC0820 aus der 800er Serie kaufen solltet und welche Alternativen Sinn machen. Und was denkt ihr, hilft ein Luftreiniger mit den angegebenen 99,5% wirklich gegen alle Belastungen, die so in der Raumluft rumschwirren? Ja, und das Grundprinzip von jedem Luftreiniger ist dabei schnell erklärt. Ihr bekommt im Grunde bei jedem Anbieter im Kern einen extrem hübsch verkleideten Ventilator, der eure verschmutzte Raumluft ansaugt, durch diverse Filterschichten leitet und oben die gereinigte Luft eben wieder an die Umgebungsluft abgibt. Und nun stellt sich also die Frage, woran ihr einen guten Luftreiniger für eure Zwecke erkennen könnt, weil ja die Auswahl riesengroß ist. Das Design und die Verarbeitung von Philips AC0820 kommt zwar sehr ansprechend, aber extrem billig daher. Ihr bekommt ein papierdünnes Kunststoffgehäuse, ein billiges Netzteil mit dünnem Kabel und Selbstverständlichkeiten wie Gummifüße an der Unterseite oder eine Fernbedienung bzw. App sucht man leider vergebens. Der Ansaugbereich befindet sich im 360-Grad-Kegel hinter den vielen kleinen Öffnungen im unteren Bereich. Hier wird die belastete Raumluft eingesaugt und als gereinigte Luft eben durch die Lüftungsgitter oben an der Oberseite wieder an den Raum abgegeben. Dort sitzt auch der einzige Knopf, um die drei Leistungsstufen einzustellen, und die Qualität der Raumluft wird mit einem echt schönen farbigen LED-Ring angezeigt. Mit diesem Knopf könnt ihr die drei Funktionen Sleep-Modus, schwache Beleuchtung, Automodus, normale Beleuchtung und Turbo, also helle Beleuchtung und Vollgas einstellen. Und das war's auch schon mit allen Funktionen. Und es ist auch leider fürs Schlafzimmer nicht möglich, die Beleuchtung komplett auszuschalten. Und nun kommen wir zu den mit Abstand wichtigsten Kernpunkten für jeden Luftreiniger, nämlich Filter, Sensor und Rotor. Und die Sensoren sind nach meiner Erfahrung in dieser Preisklasse alle sehr ähnlich und reagieren je nach Aufstellort durchaus etwas spät, aber zuverlässig auf Belastungen. Zum Test habe ich hier mal am Monatsende in mein Portemonnaie gegriffen und wir sehen, dass der Sensor relativ schnell eine Verschlechterung der Luftqualität anzeigt und einen deutlich hörbaren Gang höher schaltet. Das Ganze funktioniert auch mit Rauch oder Qualm, aber führt uns direkt zum ersten Problem des AC0820. Er läuft nun auf der höchsten Stufe, aber ihr seht, wie viel Rauch einfach am Luftreiniger vorbeizieht, da der interne Ventilator zwar einen Heidenlärm macht, aber ziemlich schwach auf der Brust ist. Also der erinnert mich irgendwie so ein bisschen an die Typen, die im Fitnessstudio mit 3 Kilo in jeder Hand stehen, aber sofort anfangen zu brüllen, als ob es 500 Kilo wären, sobald eine schöne Frau irgendwie durch den Raum läuft, also da scheint es auch irgendeine Art von Fitnessstudio-Sensor zu geben, wenn ihr wisst, was ich meine. Und hört euch am besten zum eigenen Eindruck mal die Lautstärke in Ruhe an. Wenn die Leistung hier stimmen würde, könnte ich damit so gerade bei laufendem Fernseher noch leben, aber das ist ja definitiv nicht angenehm und auch nicht leistungsfähig. Und beim Thema Filter sieht es ähnlich aus. Wenn in der Beschreibung steht, entfernt 99,5% aller Partikel, dann geht man als Kunde ja davon aus, ja okay, 99,5% ist besser, alle bisherigen Klausuren in meinem Leben und daher passt das schon. Aber eine Sache gibt es halt auch da eben zu beachten, nämlich der hochwertige HEPA 14 Filter ist tatsächlich sehr leistungsfähig gegen Staub, Pollen, Tierhaare, Viren, Aerosole und so weiter. Aber jetzt kommt das Aber. Er kann absolut keine Gerüche filtern und kommt durch den schwachen Lüfter auch kaum zur Geltung. Das bedeutet, habt ihr also eine offene Wohnküche, in der euer nasser großer Hund immer heimlich raucht, dann hilft dieser Luftreiniger in keiner Weise gegen die dadurch entstehenden Gerüche.
Dafür brauchen Luftreiniger immer einen zusätzlichen Aktivkohlefilter, der beim AC0820 einfach nicht an Bord ist. Er hält je nach Belastung ca. 12 Monate und ein Ersatzfilter kostet ca. 35 Euro. Und das Gute ist, falls ihr das Gerät bereits im Einsatz habt und Aktivkohle nachrüsten wollt, dann kauft euch einfach den Filter vom AC0830. Die 30 am Ende verrät die zusätzliche Aktivkohlefilterschicht gegen Gerüche. Warum Philips da einen Unterschied macht, keine Ahnung. Zusammengefasst kann man also sagen, der Bestseller Nummer 1 bei Amazon ist also extrem laut, hat kaum Leistung, überhaupt keine Geruchsfilterung und auch keine Fernbedienung oder App, dafür aber durchaus einen stolzen Preis gemessen an dem, was ihr da wirklich bekommt. Das Ganze spiegelt sich auch in den Bewertungen wieder. Hier liest man neben diesen ganzen großartigen 5-Sterne-Bewertungen auch immer wieder von enttäuschten Kunden mit genau diesen Erfahrungen. Und falls euch diese Info vor einem Fehlkauf bewahrt hat und hilfreich ist, dann unterstützt die vielen Stunden Arbeit gerne mit einem Daumen nach oben oder einem netten Kommentar. Das würde mir auf jeden Fall sehr viel bedeuten. An der Stelle schon mal Dankeschön im Voraus. Und wenn ihr gerade auf der Suche nach einem für euch idealen Luftreiniger seid, dann schaut auch gerne mal aus der Infobox eben in meine komplett werbefreie Homepage www.luftreiniger-guru.de. Da gibt es meine persönlichen Testsieger und eben knackige Erklärungen aller Fachbegriffe, die ihr so in den Datenblättern und Werbeanzeigen findet. Den wichtigsten solltet ihr aber auf jeden Fall kennen, nämlich den CADR-Wert von Luftreinigern. Der Philips hat einen CADR-Wert von 190 Kubikmeter pro Stunde, was in der Praxis tatsächlich nur für sehr kleine Räume bis so 20 Quadratmeter ausreicht. CADR steht für Clean Air Delivery Weight und wurde vor vielen Jahren zur Effizienzbeurteilung von Luftreinigern entwickelt. Also kurz gesagt, je höher der Wert, desto schneller und effizienter reinigt das Gerät die Raumluft. Es misst die Menge der gefilterten Luft eben, die durch einen Luftreiniger geleitet wird, und durch den sehr schwachen Ventilator sieht es auch hier eben recht mau aus, und ich kann euch nur empfehlen, darauf zu achten, dass euer Luftreiniger einen möglichst hohen CADR-Wert hat, so als Faustregel über 200 Kubikmeter pro Stunde sollten es auf jeden Fall schon sein. Und so, nun am Ende kommen wir noch zu meinen Empfehlungen für bessere Alternativen, nämlich den Testsiegern auf luftreinigerguru.de. Ich habe euch die Übersicht eben nach Preis und Raumgröße gestaffelt. Schaut einfach mal gerne in der Infobox vorbei. Da findet ihr für jedes Budget, für Allergiker, für Raucher, für jede Gelegenheit auf jeden Fall ein deutlich besseres Gerät als das von Philips. Und an der Stelle wie immer vielen lieben Dank fürs Zusehen und ich möchte dir noch zwei weitere sehr spannende Videos ans Herz legen. In dem einen zeige ich, warum diese wasserbasierten Klimaanlagen ohne Abluftschlauch im Sommer absolute Abzocke sind, oder meine Erfahrungen nach 24 Monaten mit zwei verschiedenen Luftreinigern von Dyson und von Philips. Also schaut da gerne mal rein und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Marco.